Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen naturhaften Folge The Witcher 3 Wild Hunt in der Next-Gen-Version auf der PlayStation 5. Ja, wir begeben uns jetzt hier zur guten Yennefer, ja, denn sie müssen wir jetzt hier treffen in Form von unserer neuen Hauptquest. Und ja, der Name dieser neuen Hauptquest ist jetzt Echo der Vergangenheit. Und ja, wir kommen auf jeden Fall immer näher an Ciri, würde ich meinen. Ja, also wir finden mittlerweile immer mehr Hinweise, so was sie betrifft. Deswegen, ich glaube, wir werden sie bald wiedersehen. Wir werden sie bald finden. Ja, ich denke, so lange wird es nicht mehr dauern. Aber jetzt gucke ich auch erstmal noch ganz kurz hier, dass ich das ganze Feld hier loote. Ja, das sind jede Menge Pflanzen, die ich einmal ganz kurz einsammeln möchte. Und auch sowieso möchte ich jetzt mal schauen, ja, dass wir viel auch noch looten am besten in dieser Folge, ja. Denn wir können ja jetzt auch mehr Gewicht mit uns mitschleppen, ja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, ich habe jetzt noch nicht alles mitgenommen hier an Pflanzen, aber immerhin einen Großteil davon. Jetzt reiten wir weiter, ja. Komm, Plätze. Wir könnten die hier kurz erledigen. Vielleicht lassen die was Interessantes fallen. Das weiß ich nicht. Ja, jede Menge Fleisch. Lohnt sich dementsprechend eigentlich schon, die kurz auszuschalten. Ja, zumindest ein paar. So. Die Haut sogar, ja. Die kann man ja gut verkaufen. Oder auch gut nutzen für, ja, Herstellungszeug. Gut. So. Einmal alle gelootet hier. Jawohl, dann haben wir jetzt wieder jede Menge neue Heilobjekte. Für den guten Geralt. Und weiter geht's. Hey da, Hexer! Ich hätte ein Angebot für dich! Nein, bin ich dran interessiert. Zumindest jetzt noch nicht. Jetzt reiten wir erstmal weiter zum Hauptziel. Denn so weit ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und ich bin einfach extrem gerne in der Natur hier unterwegs in The Witcher. Ich muss es einfach immer wieder sagen, ja. Ich bin gar kein großer Fan davon, wenn wir so viel in Burgen und Städten sind und so. Weil die Natur einfach schön ist in dem Spiel. Und die Landschaften. Verrückt, sag ich. Vielleicht, aber ich habe einen triftigen Grund. Ja? Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut, sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen, ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Njordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben.
Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Schnell. Ein Sturm. Verdammt. Wir müssen die Maske neutralisieren. Ihre Macht zum Schweigen bringen. Beeilen wir uns mal lieber hier schnell. Na, wo ist Yennefer? Wo ist sie noch hin? Da vorne. Vorsicht! Ich brauche Hilfe. So, ich bin da. Weg mit den Monstern. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nun, gehen wir. Hier entlang. Da ist die erste Stelle. Okay. Alles klar, dann nutzen wir jetzt hier diese Maske. So, ich setze die mal auf. So, Yennefer, ich folge dir. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Jetzt teilt der Weg sich auf. Da drüben ist die nächste Stelle. Ah, das ist super. So, einmal wieder. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Ich glaube, hier lang. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Und? Bereit? Benutze... Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Der ist bestimmt hier unten lang. Leg die Maske an.
Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Nun ist er in die Richtung geflogen. Da ist etwas unter dem Baum. Sein. Kannst du? Ich kann. Da. Das ist einer von der wilden Jagd. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn, wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Warte, wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Quid, Panne. Noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Und ich, lebendig und gesund. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung,
aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt, der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor, davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgvarg zu kämpfen. Morgvarg? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvarg nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvarg verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich kann Morgvarg besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgvarg wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgvarg und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier, im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Gute Mutter. Dann gehen wir es mal an. Dann suchen wir jetzt diesen Garten hier und suchen dort nach dem Feigling. Ja, und unsere Schwerter bräuchten eine Reparatur. Ich guck mal ganz kurz, ich habe hier so ein kleines Reparaturkit. Ja, ich nutze mal eins davon. Ich nutze mal das hier eher für mein Silberschwert, ja, damit ich die Monster bekämpfen kann besser. Ja, ich denke, wir werden jetzt erstmal keine Menschen als Feinde haben, deswegen. Auch wenn der Feigling tot ist, wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen.
Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Hey, Geralt, komm zurück. Ja, nur liebe ich dich nicht mehr. So, und ich will mir erstmal diesen Schatz hier holen. Ja, und unser Herz schlägt für die gute Triss. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Der hat was fallen gelassen, eine Rüstung. Ui, die ist nicht schlecht. So, direkt mal ausgerüstet. Und das auch noch mit. So. Wir können weiter. Nicht schlecht, direkt noch eine neue Rüstung, ja. So, dann mal noch eine Armbrust ausrüsten, zack. Die können wir ja auch gebrauchen, eventuell dann gleich. Sieh einer an. Das muss Mork. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Armer Kerl, irgendwie tut er mir leid. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Gut, ich will mich mal hier ein wenig umsehen. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Gibt's hier oben irgendwo eine Kiste oder so versteckt? Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Gut, dann also bis später. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Okay, gucken wir mal jetzt. Hier geht's auf jeden Fall in eine Hütte rein. Nein, hier muss es doch irgendwo versteckte Kisten geben. Davon bin ich eigentlich überzeugt. So, hier brauchen wir den Schlüssel. Und hier ebenfalls. Und diesen Schlüssel müssen wir jetzt bestimmt erstmal hier drin finden, ne? In diesem Garten. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Da unten ist etwas. Ich kann es nicht erkennen. Gut, wir gucken uns dann jetzt einfach mal in dem ganzen Bereich hier um. Ich muss erstmal kurz gucken, wie komme ich am ehesten hier runter. Ich spring einfach mal runter. Einen Weg nach oben werde ich schon später wieder finden. So, erstmal weg mit dir. Stirb. Dieses Gelände ist so groß. Da muss es doch was Verstecktes geben. Irgendwas. Ich hätte nämlich gerne irgendwie ein extrem schönes, starkes Schwert wieder mal. Ja? Mit irgendwelchen Bonuseffekten oder so.
Da würde ich mich nämlich extrem drüber freuen. So, Moment. Da hinten sind noch ein paar Wölfe. Push! Weg mit euch! Na los! Sehr gut. Dann hast du die Hunde kurz looten, jawohl. Die haben alle sich schon was fallen gelassen. Und hier geht's wo rein, ja. Und da müssen wir auf jeden Fall auch rein. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Hier sind überall Klauen. Spuren von seinen Klauen haben wir hier überall. Und hier müssen wir außenrum. Gut, das heißt, ich muss hier hoch. Ich dachte, hier lang geht's irgendwie, aber ich sehe ja auch keinen Pfad. Obwohl, Moment. Hexersinn noch mal kurz nutzen. Muss noch mal ganz kurz hier runter. Warum zeigt es mir immer noch das Symbol mit der Lupe an? Ich habe das ja jetzt hier eben schon untersucht. Morgwag gibt nicht so einfach auf. So, hier drüben an der Stelle macht er das Gleiche. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Und das Spiel zeigt eine Markierung an, dass ich hier lang soll. Und hier endet die Markierung, ja. Kann ich hier rein zufällig drüber klettern? Ne, das wird nichts. Das ist zu hoch, habe ich mir schon gedacht. Da muss ich hier unten nochmal gucken. Ich denke, da gibt es einen Schlüssel irgendwo. Das Blut hier. Des Feiglings. Nee. Das ist nur das Blut von dem. Hier wird aber bestimmt noch irgendwo was rumliegen jetzt. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Die Spur hier hilft mir bestimmt weiter. Wir folgen der mal immer weiter hier, ja. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Nee, ich will jetzt noch nicht reden, Yennefer. Ich möchte mich noch ein wenig hier umsehen. Das sieht doch gerade schon nach einer guten Diverse Karte Spuren. Aus. Diverse Spuren. Alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Weg hier gefunden. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Ich glaube, hier bräuchte ich mir vielleicht die gute Yennefer, oder? Weil es sind zwei Hebel nämlich. Kann ja sein, dass man beide gleichzeitig aktivieren muss. Aber nein, das scheint wohl nicht so. Aber hätte ja sein können. Aber hey, den einen Hebel zeigt es mir immer noch an. Als Markierung. Ich gehe noch ganz kurz hin. Ändert sich auch nichts nochmal, okay. Gut, dann gehe ich weiter. Die Fußspuren enden hier. Ja, der ist hier hochgeklettert. Hey, dann sind wir wieder hier.
Ah, Moment. Einmal rüber. Hier brauche ich einen Schlüssel, na super. Das nochmal kurz betätigen. Und jetzt das nochmal. Ich glaube, jetzt hilft uns das ja weiter. Bin mir aber noch nicht sicher. Ja doch, jetzt hilft uns das ja auf jeden Fall weiter. Weil jetzt kann ich ja hier durchschwimmen. Und dadurch komme ich jetzt hier hoch in diesen neuen Bereich. Ja, wo ich jetzt eben nicht hin konnte, weil dort der Schlüssel fehlt. Sehr gut. Die Spur führt hier runter. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Wurzeln. Nicht direkt unter Jen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Das Blut des Feiglings. Ja, hier ist seine Spur auf jeden Fall wieder. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Jen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Jen, charmant wie immer. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Oh, er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Also sollten wir besser fertig sein, ehe sie merken, was passiert. An die Arbeit. Selene, Davida! Von Lofoten. Nein, ich... Ja.
Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Ciri. Cirael, hörst du mich? Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Mhm. Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach. Und ich dachte schon... Wer bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich... Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Hilf... Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest weniger lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna! Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjall kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten, aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack, nichts zu danken. Komm jetzt, Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. Und pass auf, dass sich die Sehne nicht an deiner Nase verhakt. Papa, ich weiß. Au! Hast du gesehen, wie es Marie sich rausgeht? Also schön. Rein mit dir. Und raus aus den Fetzen. Alles ausziehen? Ja, natürlich.
besten gehen wir. Ich krieg schon eine Gänsehaut. Endlich. Ich hatte schon Sorge, Sie... Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Hm? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Was hast du da an der Hüfte, Kind? Ein Bluterguss? Das? Nein, das ist eine Tätowierung. Tatsächlich. Eine rote Rose. Bedeutet sie was? Das ist ein Andenken an jemand Besonderen. Der ist jetzt tot. Ich kann es mir vorstellen. Du hattest einen gut aussehenden Verlobten, er gab dir eine rote Rose, segelte hinaus und die grausame See verschlang ihn. Fast. Ach, Kind. Diese Barden haben dir den Kopf mit ihren albernen Liebesliedern gefüllt. Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Weißt du, ich habe eigentlich gar kein Zuhause. Bin immer unterwegs. Ah, ach so. Wohin fuhr dein Schiff denn? Schiff? Wir haben dich aus dem Meer gezogen. Ich dachte, du wärst schiffbrüchig. Ja, mein Schiff. Wir kamen aus Novigrad. Und was machst du auf den Skelligen? Sagen wir, ich suche hier jemanden. Hoffentlich nicht deinen Verlobten. Wieso? Das würde Skjall das Herz brechen. Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skjall dir? Tja, er scheint nett zu sein. Oh nein, ist er so schlimm? Hör auf, Astrid. Wen sie mag, ist ihre Sache, nicht deine. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch, aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skjall hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Ja, also, warum nicht? Geh durch die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nichts zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Ja, dann springen wir nochmal ins Wasser, würde ich sagen. Oh, kalt. So. Das hat gut getan. Was haben wir hier? Optional, trink etwas. Gut, machen wir. So. Haben wir uns schön regeneriert. Unsere Gesundheit ist wieder voll. So muss das. Und dann gehen wir jetzt zum Stall, würde ich sagen. Müssen wir ganz kurz gucken, wo sie wieder rausgeht. Weil hier hinten die Tür ist zu. Aber nun gut, ich brauche eh meine Kleidung erst wieder. So, perfekt. Es zieht ein Sturm auf. Ich muss dann am... Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder?
Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du. Reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. Du hast recht. Vielleicht komme ich eines Tages wieder. Dann können wir uns unterhalten. Klingt gefährlich. Das sollte es nicht. Ich nehme Njord. Du nimmst Graurücken. Sie ist alt, aber sie macht... Lauft um euer Leben! Bleib hier. Ich... Ich komme alleine klar. Oh nein. Na super, die sind nur wegen Ciri da. Schneller! Warte mal, alle zusammen! Nein! Los, wir müssen den Leuten helfen vom Dorf. Ja, die haben uns gerettet. Jetzt sterben auch die vom Dorf ja nur wegen uns. Weg mit denen. Hier vorne kommt noch jede Menge. Mehr von denen. So, los. Fähigkeiten einsetzen. Reitet Ciri, nicht umsehen! Okay, lauf. Die müssen hier weg. Was? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok, das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Bleib hier. Kümmere dich um Astrid und eure Mutter. Später, wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Reitet Ciri, nicht umsehen! Schneller, schneller! Sie holen auf! Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Halt! Tut sie!
Sie war mein Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Es war kein Junge, Geralt. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Nett von dir übrigens, so besorgt um die Leiche zu sein. Viel besorgter als um mich. Jen, geht es dir gut? Und wie? Noch besser würde es mir gehen, wenn ich dich nicht daran hätte erinnern müssen, diese Frage zu stellen. Jen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend. Dafür werdet ihr bezahlen. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Nichts, was helfen würde. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Jen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Fjall gesagt hat. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Fjall am Stand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Ardal. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Ja, Mann, hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie vielleicht verflucht wurde? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Viel haben wir nicht erfahren.
Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir noch mal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Ciris Spur ins Skellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Gut. Bis bald in Larvik. Danke. Dafür. Und für deine Hilfe im Garten. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Das war doch nichts. Geralt, du kennst mich. Ich lobe selten. Aber wenn, dann meine ich's ehrlich. Okay. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir dann Schluss, Leute. Nächste Folge machen wir dann weiter mit der nächsten Quest. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, tschüssi.